Im heutigen Video bauen wir das E-Kit Feuerwehrauto auf, und zwar unsere Lötübung, also unsere erste Lötübung aus der E-Kit Serie für gerade Löteinsteiger, Leute, die noch nie was mit Löten zu tun gehabt haben, in dem Fall das Feuerwehrauto. Ich empfehle es so ab 7 Jahren, mit Hilfe kann man das definitiv löten mit Kindern und Jugendlichen. Wir löten es jetzt einfach mal auf, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Links und so weiter zu dem Bausatz natürlich unten in der Videobeschreibung. Den gibt es ab, glaube ich, 4,90 inklusive Steuer bei uns im Shop zu kaufen. Wer also Interesse hat, einfach unten draufklicken. Und bevor ihr euch jetzt die Aufbauanleitung anschaut, bitte nicht das Abo vergessen. YouTube legt momentan so viel Wert auf Abos, also bitte, bitte abonniert's. Kostet euch nichts und bringt mich bei YouTube definitiv aktuell weiter. Vielen Dank dafür. Wir beginnen mit den Batterieclips. Der eckige wird rechts, der runde links montiert. Die Schraube wird jeweils durch den Clip gesteckt und auf der anderen Seite mit der Mutter angeschraubt. Dafür wird ein Kreuzschraubendreher benötigt. Die Mutter kann man mit den Fingern festhalten. Nun werden die 4 Dioden verbaut. Diese dienen als Schutz für die blauen Blinklichter, falls man die Batterie verkehrt herum auf die Kontakte hält. Die Einbaurichtung ist sehr wichtig. Der schwarze Strich ist die Kathode und muss in Richtung Leiter verlötet werden. Auf der Unterseite findet ihr als Information noch das Schaltzeichen der Diode. Der Strich bedeutet Kathode, die andere Seite nennt man Anode. Wir biegen zunächst die Drahtbeinchen der Diode direkt am Gehäuse ab und stecken das Bauteil dann richtig rum in die entsprechenden Löcher. Bitte an dieser Stelle noch einmal kontrollieren, ob alle Kathoden zur Leiter zeigen. Jetzt können wir die Platine umdrehen und mit Hilfe des Lötkolbens alle Pins verlöten. Bitte darauf achten, dass alle Dioden wirklich ganz in der Platine stecken. Nun mit einer Zange die überstehenden Drähte abschneiden. Ich empfehle hierfür einen Seiten- oder Frontschneider. Die 2 nächsten und letzten Bauteile sind die blauen Blinklichter. Auf der Oberseite könnt ihr schon das Schaltzeichen der Diode erkennen. Damit das Blinklicht von euch richtig eingebaut wird, müsst ihr nur noch wissen, dass das kürzere Bein die Kathode, das längere Bein die Anode ist. Wir stecken das Bauteil also mit der Kathode in Richtung Fahrzeugfront in die Platine, drehen diese um und verlöten erstmal, wichtig, nur ein PET pro Diode. Jetzt drücken wir mit dem Daumen auf die Diode und schmelzen das eine PET noch einmal auf. Dadurch stellen wir sicher, dass das Blinklicht sich schön gerade in der Platine befindet. Nun können wir auch das zweite Pad verlöten und danach die Drähte abschneiden. Das war's, die Platine ist nun fertig gelötet und kann in Betrieb genommen werden. Hierfür wird eine 9 Volt Batterie benötigt. Die Polarität ist auf der Unterseite aufgedruckt, die Batterie kann aber grundsätzlich nicht falsch herum eingesteckt werden. Wenn alles richtig gelötet wurde, blinken die 2 blauen Leuchtdioden im Sekundentakt. Herzlichen Glückwunsch!